Hallo Freunde, Freeclear von MagicBlocks.de. Hashtag Werbung, wir sind im Bloomborough Pre-Release und wir draften. Der erste Draft, ich bin gespannt, ob auch alle annehmen, Freunde. Freunde, wir haben lang genug gewartet, nehmen an. Ja, Wizard hat uns eingeladen, ihr kennt das ja. Wir sind hier mit anderen Content-Creatern auf so einem speziellen Server. Und dürfen das Set schon ein bisschen vor dem Pre-Release testen. Und mit Human Token. Oh, Creamy ist im Draft. Dann schauen wir mal. Checkt Xavier. Okay, der ist, glaube ich, ganz cool für das Flyer-Deck. Der Frog Scout war cool. Feed the Cycle war auf jeden Fall eine gute Karte. Es ist, will man ihn hier als First Pick? Er ist Bird Cleric, kann man machen. Ich finde auch das Removal einfach ganz cool. Ja, komm, wir nehmen mal die Rare. Was soll's. 3 Mana, 3-1 ist jetzt nicht so der Wahnsinn, aber er beschützt eben all unsere anderen Flieger und macht dann schon Value. Okay, und da kommt das Talent-Ding wieder. Jetzt muss ich es echt lesen. When Builder's Talent enters, create a 0/4 White Wall Creature Token with Defender. Whenever one or more non-creature non-land permanent you control enter, put a +1/+1 target. And when this level 3, return target non-creature non-land permanent card from your graveyard to the battlefield. Ich meine, es blockt für unsere Flieger. Wir haben hier noch das Sky Duo. Wir haben noch das Grill-Teil, was ich nicht so cool finde, den Mentor. Ja, komm, machen wir. Da war noch ein Counterspell drin, der ganz cool war. Ich meine, das Builders Talent ist jetzt nicht unglaublich ultra stark, aber es blockt. Oh, das ist Non-Land, Non-Creature Permanence. Ah, für Food-Tokens oder so. Ah, dann, na, egal. Dann war es vielleicht doch kein Second Pick. Ich habe es falsch gelesen. Egal. Wir kommen, glaube ich, trotzdem klar. Okay, das ist das neue Thoughtseize. Das habe ich schon gelernt. Red Wizard. Der war richtig stark gegen mich. Also, wenn Threshold hat, ist der wirklich gut. Discard. Der Surveil, den finde ich auch cool. Der ist natürlich der Wahnsinn. Starseer Mentor. Der ist für dieses Lifeloss-Ding. Dann haben wir hier noch einen Bird Scout. Also da wären wir zweifarbig. Da wird man einfarbig bleiben. Ich glaube, ich versuche mal in Weiß zu bleiben. Weil so kann ich eben Weiß-Schwarz oder Weiß-Blau oder sowas sein. Okay. Rabbit Mouse. Das noch wäre ein guter blauer Flyer. Da ist nochmal ein Thoughtseize, ist kein interessiert. Ja, ich glaube. Ich glaube, wir sind in UW-Flyers erstmal. Wobei, das ist ja diesmal UW-Flyers, Non-Flyers. Cooles Bild auf jeden Fall. In dem Archetyp will man wahrscheinlich diesen 2-2 Lifelink-Typ. Der ist Bird Frog. Das seht ihr schon für 2. Da haben wir noch einen Combat-Trick. Das ist halt einfach ein guter Combat-Trick. Der ist auch echt gut. Rabbit Druid. Controller Token. 4-3 Trampel für 3. Da ist noch ein gutes schwarzes Removal drin. Ich glaube, ich nehme lieber das schwarze Removal und bleib mal noch ein bisschen offen wie diesen Combat-Trick, obwohl der wirklich auch gut ist. Aber es ist auch eine Common. Und ich habe lieber ein Removal
als ein Combat-Trick. Okay, da ist nochmal ein Pick von eben. Der ist tatsächlich, finde ich, den ganz gut. Gutes rotes Removal. Schwarz. Discard 2 Red. Surveil 2. Dann Draw 2, Lose 2. Auch gut. Ich glaube, ich nehme nochmal einen Flieger. Cutte einfach alle Flieger raus. Weil so unglaublich offen sieht es nicht aus, muss man gestehen. Grün sieht relativ offen aus, aber grün-weiß ist, glaube ich, wieder so ein Token-Go-White-Ding. Ich meine, da passen die schon auch irgendwie dazu, die Flieger. Dann legen die halt eine +1/+1-Marke auf irgendwas anderes. Ah, da kommt nochmal Finch Formation vorbei. Counter-Target Creature Spell, das ist auch ganz cool, aber es ist halt doppelblau, dieses Essence Getter. Ist auch eine gute Karte, aber ich nehme den Flieger, glaube ich. Oha. Also ich hätte gesagt, unsere andere Farbe ist offen, aber hier ist noch dieser Seed Pod Squire drin und den finde ich super gut. Deswegen bin ich, glaube ich, ganz gut in meinen Farben. Den nehme ich ganz gerne. Späte Goldkarten in den Farben, vor allem so fünftletzter Pick, das ist schon kein schlechtes Zeichen. Okay, dann kommt der Warren Elder zurück. Oder sogar Carrot Cake. Ich meine, das ist eine super gute Karte, aber der hier funktioniert besser mit unserem Builder Talent. Ja, ich nehme, glaube ich, den 2-2er für 2. Dann haben wir hier einen Counter, den wollte ich den als frühe Interaktion, der auch super synergiert mit unseren Fliegern. Wenn wir Birds haben. Und dann haben wir hier nichts. Nehmen wir Thoughtseize raus. Das wird jetzt wahrscheinlich dreimal kommen. Die drei letzten Picks, dreimal Thoughtseize. Ah ne, wir haben sogar noch eine Rabbit Maus. Ich glaube, die werden wir nicht spielen. Aber könnte im Sideboard rumlungern. Okay, und da waren zwei von dem im Pack. Das macht Sinn. Dann haben wir Stormchaser Talent. When Stormchaser Talent enters, create a 1-1 Blue Red Auto Token with Prowess. Return target instant under sorcery to your owner's hand. Und auf 3. Whenever you cast an instant or sorcery spell, create a 1-1 Blue Red Auto Token. Ist halt nur ein Mana und es funktioniert mit unserem Builder's Talent. Ich pick die mal. So schlecht kann die, glaube ich, nicht sein für einen Mana. Dann haben wir hier Repel Calamity. Aber wir haben hier noch Life Redo. Den finde ich, glaube ich, besser als den hier. Hey, wie viel Removal haben wir noch? Gar keins, glaube ich. Ja, komm. Auch wenn es Conditional ist, aber. Oh, Green Shell. Gute Karte. Dann haben wir hier nochmal einen 2-2er, der könnte wählen. Return up to two target creatures to their owner's hand. Draw two cards, then discard a card. Ja, meines ist ein Tempo-Spell in unserem. Könnte ein Finisher sein. Whenever you give the gift, draw a card. Ist halt ein 2-Mana, 2-3. Das ist auch ein insane Combat-Trick hier. Und nochmal so ein Life-Gain-Typ. Tja, what to do, what to do. Ich glaube, das Mabel's Metals ist schon ziemlich gut. Das ist schon somit der beste Combat-Trick. Dann haben wir hier Removal in Rot. Okay, if gift was promised, attached to target creature and loses flying. Draw 3.
Ja, okay. Mein. Das war ein Frosch, aber. Das ist okay ist. Das wäre noch ein Bounce, den finde ich ganz cool. Ist wieder die Frage, was man will. Ich glaube, ich nehme erstmal früh im Format, nehme ich lieber einfach mal die Kreaturen. Ich kann es noch nicht abschätzen, wie gut der Bounce ist, wie schlecht. Der ist relativ teuer eben. Kostet dann 3, zumindest wenn was getappt ist, aber ja. Geil, der Mabel the Metal kommt wieder. Frog kommt wieder und noch das andere. Wir haben leider nicht so viel Food. Ich glaube, ich nehme nochmal Mabel's Metal. Das ist einfach so ein guter Combat-Trick. Der kostet zwar eins mehr, aber der kann halt das Spiel entscheiden. Ja, Deck sieht solide aus. Wir bräuchten noch so ein bisschen mehr 2-Drops. Den Lifelink 2-Drop wäre cool. Dann nehme ich ihn. Oh, nochmal ein Squire. Oh, schwierig. Ja, komm. Ich habe es gerade gesagt. Wir brauchen mehr 2-Drops. Dann nehme ich halt den 2-Drop. Wenn ich noch einen zweiten Squire echt gern gehabt hätte. Ich glaube, den wollen wir auch. Einfach eine gute Karte. Wir haben nicht so viel distargeted, aber wir haben doch schon so ein paar Flieger, die das machen. Und er macht ein Enchantment kaputt oder ein Artefakt, wenn das ein Problem ist. Dann hätte ich doch den Squire nehmen sollen. Ja, Deck sieht doch ganz okay aus, oder? Macht Dinge. Anfangen, kleine Blocker legen, Flieger legen und dann drüber rattern. Okay. Hier wollen wir wahrscheinlich nichts, deswegen nehme ich den Changeling. Ich nehme gerne noch mal einen 2-Drop. Gerne. Okay. Wollen wir den anderen Combat-Trick noch? Wahrscheinlich schon. Okay. Huhuhuhu, no! Und Bob! Doppel-Rare! Color-Switch! Haben wir für uns irgendwas drin? Bird Frog Flyer Combat Trick. Oh. Können wir den Bob spielen? Eigentlich auch nicht. Es gibt so schlechtes Fixing. Ja, ich nehme den Combat Trick. Das ist echt, das ist schade. Schade. Freut sich zumindest unser Nebensitzer. Wir sind offensichtlich nicht in Schwarz. Maha ist so broken. Banishing Light. Endlich mal ein guter Pick. Okay, das flickert. Aber ja. Ich glaube, wir nehmen einfach gutes Removal. Gutes Removal in Banishing Light. Ja. Vielleicht braucht man diese Calamitous Tide nicht so richtig.
Wahrscheinlich brauchen wir einen von unseren schwächeren zwei Drops nicht. Weil so richtig schwache zwei Drops haben wir nicht. Dual Port Mage. Mein. Der bounced, aber das ist eigentlich von anderes Deck. Die Otter sind ganz cool. Das ist alles nicht so richtig für unser Deck. Aber ich nehme ihn mal. Ist ein 2-Drop und er bounced nicht, kann eine Kreatur retten. Können wir da einen cutten? Okay, Instant Sorcery Card. Der ist zumindest einfach 4-4. Und holt was wieder. Was holt er denn wieder? Irgendeinen Combat-Trick wahrscheinlich. Ich meine, das ist schon okay. Das ist ein ganz guter Finisher, glaube ich. Ja, das ist ja alles nicht mehr so geil. Wir haben nochmal Mabel's Metal, aber da habe ich schon zwei. Das habe ich auch schon. Nehmen wir noch einen Vogel. Da, das ist den ich will. Den First Strike Lifelink. Auf den will man Karten-Marken legen. Weil you control a token. Okay. Ich meine, wir machen schon ein paar Tokens. Wir machen schon ein paar Tokens jetzt. Nochmal Removal. Okay. Mach mal den teuren Bounce weg. Den schlechten Flyer weg. Pop kommt wieder, dann halt nicht. Bounce von uns und von Gegner. Können wir uns gleich noch anschauen. Ja, nochmal unendlich zwei Drops. Vielleicht will man dann sogar diesen Repel Calamity. Ja, wobei. Ich glaube, den will man auf jeden Fall haben. Whenever you gain or lose life during your turn. Der ist halt schon der Schwächste bei uns. Der 2-4er. Den noch cutten. Vielleicht eins von den Metalen. Ja, ich glaube, eins reicht. Okay, so kann man es doch machen. Das sieht doch spielbar aus. Ich meine, ich hätte lieber eine Maha genommen, aber gut. Kann man ja vorher nicht wissen. Schauen wir mal, wie unser Deck performt. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Zu viele 2-Drops gecuttet. GG. Das ist, wenn man die Kurve nicht anschaut, sondern einfach vertraut, dass man das schon richtig gemacht hat. No blocks. Okay. Ich glaube, ich nehme ihn weg, einfach um Mana-effizient zu sein. Wenn ich nur Land ziehe, kann ich ihn. Ah, ne, der kostet Offspring 3. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Sonst hätten wir den hier pumpen können.
Ja, Opponent muss meine weirden Karten lesen, kann ich verstehen, ich muss auch noch alles lesen. Ich habe immer noch nicht verstanden, was wer macht. You may discard a card if you do, draw a card. Okay, und der macht Offspring. Non-creature spell, it deals to each opponent, okay. Bleibt der mal hinten, hätte ich gesagt. Nochmal ein Land können wir Finch Formation oder wir können Repel Calamity und den einfach so spielen. Beginning of Contagion, X-Ray Access, Captain's Power, okay. Und dann lootet er. Der ist schon eine gute Combo. Fair. Dann traden wir. Mein, bis jetzt sind wir vorne, oder? Wir können sogar einen One-Drop wiederholen. Die drei sind letal auf dem Board. Ich meine, da ist noch ein Food-Token, den man sacken kann. Fair. Okay, den können wir zerstören. Okay, dafür hat, kann man den Food nicht mehr taggen. Ah, okay, verstehe. Ja, dann machen wir das so. Aha. So kann man natürlich den Food schon wieder sacken. Das macht Sinn. Jo, dann machen wir den da mal kaputt. Geht Opponent auf Zdrü, Zwü, Drü. Und wir haben zwei letale Flyer. Und einen dritten, der so ein bisschen mitpacken kann. Sieht doch machbar aus. Sieht doch machbar aus. Okay, vielleicht auch nicht. Ich jump auf jeden Fall. Gegen den Removal bin ich tot. Alter. Was ein Draw. Ah, das gibt's echt nicht. Geil. Ja, okay. Fair. Fair. Warum auch nicht? Warum nicht so starten? Warum nicht so? Normal, normal. Server, come on. Nochmal, nochmal. Ja, das war schon ziemlich perfekt. Aber ich habe auch nicht irgendwo Schaden gemisst, glaube ich. Ich habe immer angegriffen. Ich habe getradet, wo ich traden konnte gleich. Ich habe jetzt nicht irgendwie einmal mehr greedy Schaden genommen, nur weil ich einen 1-2er vielleicht mal aktivieren will. Okay. Wir haben unser Storm Chaser Talent und unseren Port. Dann machen wir halt mal. Schauen wir mal, was das macht. Wenig wahrscheinlich. Also richtiges Otto-Deck sind wir natürlich nicht. Es legt zumindest mal Zeug aufs Board. Okay. Dreifarbig into Ramp wird. Removal darauf wäre insane. Okay, until
Liefste, okay. Das ist hingegen weniger insane, aber gut. No attack. Hoppla. Ja, no block. Komisches Bird Dick. Mit seinem Kojoten. In allen möglichen Farben. Ja. Okay. Ja, Salz. Ich habe eh so viele Länder. Oh, Banishing Glide. Sweet. Ja, das machen wir einfach. Greifen für 6 an. Göchen. Ich habe halt kein Instant oder Sorcery im Friedhof. Die macht bei mir echt. Ich meine, der Otter macht schon Dinge. Oh. Eine Rare, die wir gern hätten. No attack. On each bird you control, gestört. Draw a card. Ja, okay. Befürchte, wir müssen doppelt blocken und verlieren dann gegen jeden Removal Spell. Okay, oder wir kriegen einfach Stun Counter um die Ohren rum. Und wir müssen hier jumpen, sonst sind wir auf 3. Boah, das sieht schlecht aus, Freunde. Das sieht wirklich schlecht aus. Der Frog Wizard besorgt uns richtig. Ja, sieht jetzt tatsächlich meine Wall nicht ganz so geil aus. Vielleicht greift der Opponent ja nicht an. Das wäre eine Option. Okay, hat's gesehen. Good game. Okay. Schade. Ich habe gedacht, das Deck macht mehr, aber so ist es halt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Archetypen haltet im Draft, ob ihr schon gedraftet habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.